Platz 1 gewinnt heute eine 20€ PSN-Karte oder 2100 Microsoft Points von unserem neuen Sponsor Keyload. Was geht ab, Freunde? René von viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zur 21. Folge unserer Top 5 Tore der Woche in FIFA 13. Beginnen wir auch direkt mit dem Platz Nummer 5, den belegt diese Woche Play FIFA 1998. Der macht einen Hacke-Zocker am Keeper vorbei und jetzt hier mit der Hacke durch die Beine. Oh mein Gott, wie muss sich dieser Spieler gefühlt haben? Einfach nur gedemütigt. Und jetzt kommen wir auch zum Platz 4. Den belegt diese Woche Quangstor. Der macht hier ein paar Roulettes mit Elkison. Schickt jetzt hier oben Robinho in den Lauf. Was macht der? Der zieht die Linie entlang. Behält die Übersicht. Springt die Flanke auf Elkison. Der flickt sich den Ball hoch. Und dann der Fallrückzieher am Keeper vorbei. Schönes Tor hier von Quangstor. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Platz Nummer 3. Den belegt diese Woche Nanfred. Der macht hier einen Roulette. Schickt hier Sebastian Kehl in den Lauf. Der mit der Flanke auf Lewandowski. Der hier mit dem Seitfallzieher in die rechte Ecke, der Keeper ohne Chance, wird er heute auch so gegen Real Madrid treffen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir auch direkt zum Platz 2, den belegt Pixelzer hier mit Rafael Sobis, Scorpion Kick hier, wunderschön gemacht von Pixelzer. In der Wiederholung sehen wir uns das Ganze nochmal an. Bam! Und jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Platz Nummer 1, den belegt diese Woche BroXHD. Der macht den Rainbow Flick hier mit Ronaldinho und dann den Longshot in die linke Ecke, oh mein Gott, Ronaldinho Gaucho hier, was ein genialer Longshot von ihm. Platz 1 gewinnt heute eine 20€ PSN-Karte oder 2100 Microsoft Points. Auf jeden Fall wird es beim nächsten Mal denselben Gewinn geben, Freunde. Also sendet uns euer bestes Tor an vielfifa top5goals@live.de oder sendet es uns einfach als private YouTube-Nachricht. Das war's dann von dieser Folge. Sendet fleißig ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.